Am Nachmittag des 14. März fand in den Räumen der WEV, der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft in Gröbern, die Abschlussveranstaltung zum Kooperationsprojekt Entwicklung für innovative Bioökonomie im Kohlerevier Mitteldeutschland statt. Das Projekt wurde über die Förderrichtlinie Unternehmen Revier vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz umgesetzt. Hier werden Vorhaben gefördert, die bundesweiten Modellcharakter und einen konkreten Bezug zum wirtschaftlichen Strukturwandel im mitteldeutschen Revier haben. Dazu konnte Gesine Sommer Vertreter aus der Wissenschaft, der Wirtschaft und den Verwaltungen begrüßen. Die Leiterin der Stabsstelle des Landrates Wirtschaftsförderung Kreisentwicklung zeigte den Werdegang des Projektes auf und bezog sich dabei auch auf die Informationsveranstaltung zum Kompetenzzentrum Bioökonomie. Diese fand im November des vergangenen Jahres in Neukieritz statt. Das Projekt wurde auch über den Landkreis Leipzig hinaus wahrgenommen. Die sind natürlich ganz entscheidend, um wirklich den Wandel von Grund auf heraus zu gestalten. Die Forschung allein kann so etwas nicht. Die kann beratend wirken, kann Unterstützungsleistungen anbieten, aber es braucht genau solche Projekte, die vor Ort den Wandel vorantreiben und beschleunigen. Im Mittelpunkt stand, mit der Herstellung von Pflanzenkohle aus anfallender Biomasse wie Holz und Pflanzenmaterial, ein praktisches Beispiel für bioökonomische Kreislaufwirtschaft. Praxispartner dafür ist die WEV. Ja, wir betreiben ja hier die Anlage für die Bioabfälle und betreiben seit vielen Jahren auch die Verarbeitung der Hausmüll. Also haben einen guten Grundstock an technischen Erfahrungen in der Aufbereitung von Abfällen. Und bei Abfällen ist ja das Besondere, dass sie Abfall sind, weil sie in der Regel verunreinigt sind. Also konnten wir einbringen, dass das Know-how, wie man Stoffe reinigt im Grunde, wenn zum Beispiel Kunststoffe enthalten sind. Wie kann man die entfernen, um dann wieder saubere Biomasse zu haben? Benjamin Meyer von der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft informierte über mehrere Versuchsreihen zum Thema Erzeugung schadstoffarmer Pflanzenkohle. Geschäftsführer Bernd Bayer informierte über den Zwischenstand. Ja, wir mussten erstmal einiges probieren, wie wir aus diesen verunreinigten Siebresten, das ist das, was überbleibt nach der Kompostierung, und dort sind dann die ja leider im Input enthaltenen Kunststofffolien noch mit drin, wie wir das befreien. Dann haben wir Anhaftungen von Steinen, von Dreck an den holzigen Materialien. Wie kriegen wir die runtergetrommelt oder runtergewaschen? Da haben wir viele Versuche gemacht und haben dann ein sauberes ja, Altholz, gemischtes Altholzprodukt gewonnen. Die nächste Aufgabenstellung war dann für die Verkohlung, die findet ja in Reaktoren statt. Wie kriegt man das förderfähig? Also mussten wir es zerkleinern, die richtige Feuchte einstellen, also nochmal trocknen. Und als wir dann dieses Produkt haben, konnten wir in Versuche von verschiedenen Lieferanten gehen, die Reaktoren anbieten und in deren Versuchsanlagen halt Probemengen verarbeiten lassen. Und dort passiert Folgendes, dass im Reaktor quasi Wärme eingebracht wird und dann unter Sauerstoffabschluss sich das Material zersetzt, also zu Kohle wird, wie früher in einem Meiler im Wald, die alte Holzkohleproduktion, es ist nichts anderes. Nach Abschluss des Projektes Kompetenzzentrum Bioökonomie soll das Thema fortgeführt und weiter etabliert werden. Dabei setzen die Akteure auf die Gründung eines Vereins. Priska Fronemann, die Projektkoordinatorin Innovative Bioökonomie im Landkreis, und Ronja Hildebrand von der Beratungsraum Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH präsentierten das Logo des Vereins und die dazugehörige Website. Auf dieser werden zeitnah die Ergebnisse der Versuchsreihen und die Erläuterungen zu den Herstellungsverfahren der Pflanzenkohle veröffentlicht. Außerdem beinhaltet diese künftig auch eine Stoffstrombörse. Die Gründung des Vereins bildet eine gute Möglichkeit zur weiteren Vernetzung und Kopplung von Wertstoffströmen in Sachen Bioökonomie. Auch ganz wichtig, weil wir uns davon erhoffen, dass wir auch Menschen kennenlernen, die in der Bioökonomie aktiv sind und wir dann über die Vernetzung zu besseren Lösungen finden, was Stoffströme betrifft, sei es Stoffströme, die wir produzieren, sei es Abfälle, die die ja, Kollegen, Partner produzieren, um dann für den Landkreis, für die Region auch eine möglichst hohe Wertschöpfung erzielen zu können. Das ist Grundlage. Also diese Vernetzung ist das zentrale Element. Bisher waren Wertschöpfungsketten linear. Also die sind ziemlich geradläufig von Anfang der Biomasseproduktion bis Abfall gelaufen. Und momentan nehmen wir aber wahr, dass sich diese Wertschöpfungsketten viel mehr diversifizieren, dass mehr Akteure dazukommen, eben weil
man in der Lage ist, mit neuen technologischen Prozessen, neuen Aufschlussmöglichkeiten auch bisher angedachte Abfälle stofflich nochmal zu nutzen. Was da zumeist im Wege steht, das ist der regulatorische Rahmen, also Abfallgesetze, dass sich das Abfallende verschieben muss. Was gestern Abfall ist, können wir heute eben noch stofflich verwerten. Das sind Ansatzpunkte, da können Netzwerke helfen, diese Relevanz immer wieder zu adressieren, nach oben zu tragen. Und natürlich bieten sich auch ganz neue wirtschaftliche Beziehungen für die Verwertung der Rohstoffe. Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung bot sich für die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Netzwerken oder der Besichtigung der Kompostieranlage.